Wenn Rum in Kuchenteig fließt, dann hat die Stollensaison begonnen. Knapp 12 Tonnen des Weihnachtskuchens produziert René Klinkmüller jetzt in der Luckauer Familienbäckerei. Für mich ist ein Stollen wichtig, dass er halt innen nicht trocken ist, dass er ein bisschen klinschig ist, schön saftig ist drin, ein vollmundiges Aroma hat, ein Butteraroma hat, man den Rum rausschmeckt, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Frische drin ist. Das ist eigentlich für mich das Nonplusultra für einen guten Stollen. Nur einfach Butterstollen zu produzieren, das wäre dem 35-Jährigen aber eindeutig zu langweilig. Das ist der Holunder Tonka Stollen bei uns oder der Cranberry Portwein Stollen. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die über die Jahre, wo die Kunden gesagt haben, Mensch, ich probiere mal was Neues, ich schau mal, die halt echt gut ankommen. René Klinkmüller ist Bäcker und Konditormeister. Jahrelang wanderte er quer durch Europa, lernte bei unterschiedlichen Meistern, beteiligte sich an Wettbewerben. Als Chefpatissier in der deutschen Nationalmannschaft der Köche holte er sogar Weltmeistertitel. Die Erkenntnisse brachte er mit in die Auslagen der heimischen Bäckerei. Die Sachen, die man da sieht, ne, mitbekommt, lernt, beziehungsweise auch von den Altmeistern, von den Betrieben mitbekommt, kann keiner entnehmen, nie mehr. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ansonsten würde die Theke, unser Laden, halt vielleicht auch gar nicht so aussehen, wie es jetzt ist. Von seinen Eltern hat er inzwischen die Bäckerei mit 13 Mitarbeitern übernommen. Mit ständig neuen Kreationen will er hier punkten. Von Pralinen bis zu extravaganten Törtchen. Für die mischt er mit Vorliebe Zutaten, die auf den ersten Blick nicht wirklich zueinander passen. Wir haben letztens hatten wir Tomate, also rote Tomate mit Himbeer zum Beispiel. Auch super, weil Himbeere und die Tomate, die rote, die gleichen Texturen wieder haben. Ähneln die sich halt im Geschmack her und der Körper empfindet es als angenehm, ne? Beziehungsweise die Zunge. Aber ich denke, das wird ein Klassiker. Wo wir alle schon sagen, das wird nichts, das muss man nochmal neu bedenken, ist bei ihm schon, passt auf den Punkt. Also wirklich selten, dass wir nochmal nacharbeiten müssen. Wir hatten ein Wassermelone-Feta-Eis und wir haben wirklich überlegt, ne, aber wir haben alle gekostet und es war wirklich sehr gut. Mit seiner Freundin will René Klinkmüller jetzt dauerhaft dort bleiben, wo er sich zu Hause fühlt, in Luckau. Hier bleibt auch Zeit für das zweite Hobby des Konditormeisters. Also meine große Leidenschaft geht eigentlich dem Fitness. Also ich bin wirklich 3-4 Mal die Woche noch aktiv und mache Bodybuilding. Das ist so mein Ausgleich zum täglichen Geschäft eigentlich. In der Konditorei wünscht sich René Klinkmüller mehr Zeit, um kleine Goldstücke zu kreieren. Ein Traum wäre es für mich halt, dass ich wirklich nur noch Sachen entwickle. Vielleicht gar nicht mehr im täglichen Geschäft stehe, sondern einfach die Sachen, die neuen Produkte, die Neuheiten, die es auf dem Markt gibt, auf der Welt gibt, die ich von überall mitbringe, halt in Luckau versuche wieder umzusetzen. Jetzt geht es aber erstmal vor allem um den Stollen. Der beste Südbrandenburgs soll es laut einem Publikumswettbewerb sein. Die süßen Dinge sind eben die Spezialität des Konditormeisters aus Luckau.